Herzlich willkommen zur neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach. Wir spielen gegen Paraldo in einem Sizilianer. 2320 hat er und ich weiß den Namen des Sizilianers nicht. Aber ich weiß ihn echt nicht. Ich weiß ihn wirklich nicht. Ja, es gibt so viele Sizilianer-Namen, ey, da komme ich immer durcheinander. Dame B6 spielt, ja. Okay. Ja, ich glaube, das ist der, wo ich hier Springer B5 spiele. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Komm, spiel einfach Springer A4. Ich weiß, mein Springer sieht jetzt ein bisschen scheiße aus da, aber dann nehme ich mir so eine Dame, oder? Ja, da. Direkt E5. Einfach nur, um sein Zentrum ein bisschen einzuengen. Meiner Springer D5, Springer C5. Bitte den dahin. Verstehe ich nicht ganz. Okay. Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Weil nach F4 kann ich meinen Springer doch nach C5 stellen, oder nicht? F4. Wo geht die Dame hin? Wahrscheinlich nach C7 oder D6, weil er meinen Springer nicht nach C5 lassen will. Dann komme ich aber auf G7 rein. Und nach Turm F8, Läufer B5, weiß ich immer noch nicht, was er da will von mir. Wenn er nach F4 wirklich das Vorhaben hat, nach E3 zu gehen, habe ich immer noch Dame F3. Wenn er dann tauscht, greift mein Läufer seinen Turm auf A8 an und der hat auch nichts zu lachen. Also ich weiß nicht, was er da vorhat. Selbst nach Dame E3 kann ich sogar trotzdem vielleicht noch sogar Dame G7 spielen. Aber ist nicht nötig, weil ich Dame F3 habe. Ja, und jetzt Dame F3, dachte ich. Ah, Dame F3 rechnen wir mal ein bisschen, damit das auch korrekt ist. Ich habe immer Springer C5, also ich weiß nicht genau, was er da sieht oder so, aber ich habe einfach eine Figur mehr. Für den Bauern. Bitte auch. Ach, kann er nicht. Wir haben gewonnen. Also, sollte er mich nicht noch auf die Zeit runterhauen. Irgendwie haben wir gewonnen. D6, jetzt gehen wir nach E4. Okay, dann lass uns mal überlegen. Ich könnte sogar so, schon sowas wie G4 spielen. Allerdings möchte ich das noch nicht, weil dann immer so Läufer B7 so unangenehm ist, wenn mein Läufer auf F3 nicht gedeckt ist. Ich könnte auch erstmal ganz simpel König C2 spielen, um erstmal am König ein bisschen hochzukommen. Ja, B4 war klar, aber jetzt möchte ich C4 spielen. Deckt auch noch mal D5
D5 ab. Wenn er jetzt D5 spielt, dann kommt Springer D6. Da kriegt er meinen Springer niemals mehr raus. Okay, verstehe ich nicht ganz. Ich denke mal, dass er vielleicht so sowas wie Turm C8 spielen will, aber es geht halt nicht, weil mein Springer das deckt. Na gut. Na, Mist. Mist, Mist, Mist. Ich muss jetzt Springer C8 spielen, Turm D4, dann Turm D1, Turm C4, kann ich B1. Dann spiele ich lieber C6. Jetzt drohe ich jetzt Springer C8 eventuell. Ne, drohe ich noch nicht. Das war aber der einzige Zug um meinen. Oh, ist das Springer C8 sogar mit Schach? Ja. Ja, ja. Ja, da hat er zu viel Druck gehabt. Ja, ich kenne mich hier echt nicht mehr so gut aus. Also Springer A4 ist garantiert kein Eröffnungszug. Glaube ich zumindest nicht. Aber er hat das so schnell gespielt. Ich weiß gar nicht, was er hier übersehen hat. F4? Komplette Idee von F4 übersehen vielleicht? Aber ist das doch so logisch eigentlich? Also ich kann meinen Springer nicht ziehen, also muss ich die Dame angreifen. Das geht nur mit F4. Ja, und wie gesagt, wenn er hier weggeht, sagen wir mal nach C7, Dame G7, Turm F8 und Läufer B5, hat er auch das gleiche Problem wie in der Partie. Noch schlimmer, glaube ich, ein bisschen. Ja, vom Bauern nach vorne gezogen. Ja, hier hängt D5. Ja, hier wollte ich, das ist aber nicht so gut. Gar keinen Fall. Also jetzt, wenn er hätte einfach auch nach Turm D1 tauschen können und Läufer C8 spielen. Also dann muss ich auf jeden Fall hier nach Springer D6 spielen. Oder Springer B6. Also hat er keinen Schach mehr. Ja, dann ist das wahrscheinlich doch noch okay. Ja, das ist wahrscheinlich besser dann. Ja, das habe ich übersehen bei... das hatte ich übersehen bei Springer D6, dass er dann hier kein Schach mehr hat. Ja, vielleicht kann er auch sowas wie Läufer D3 spielen. Ah, das bringt ja auch nicht viel, wenn der Läufer hier steht, also. Deswegen. Turm F4 ist jetzt auch keine wirkliche Lösung, weil C6 ist ja schon ganz schön schnell. Auch wenn sein Läufer das deckt, aber mein Springer auch. Selbst jetzt nach Turm D4, C7. Ne, das kann ich nicht spielen. Also Turm D4, Turm D1. Hat er jetzt auch schon auf jeden Fall Riesenprobleme. Jetzt muss ich entscheiden, was er macht, wenn er den abtauscht. König E7 hat da. Und läuft mein Bauer einfach durch mit C7. Ne, läuft er noch nicht, aber König E7. Springer B7. Kommt sein König nicht mehr ran. Und er kann seinen Läufer auch nicht dafür tauschen.
Also sagen wir mal. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Dann sind alle drei Felder gedeckt. Und jetzt muss er halt gucken, wie er da dran kommt. Beziehungsweise was er überhaupt macht. Weil sein Läufer kommt ja auch nicht mehr ins Spiel rein. König D2, Läufer E2 folgt. Und ja, E5, König E6 ist viel zu lang. Das, wenn er das versucht. Ups, nee. Dann bin ich immer noch viel schneller damit. Und wenn er hier hoch geht, kommt C7 und der läuft durch. Das heißt, das kann er auch nicht machen. Und dementsprechend gewinne ich einfach gegen König C4, König D3, König C4 und somit die Bauern ab. Weil er kann gar nichts machen. Allerdings, dieser E4-Zug ist doch ein bisschen ärgerlich, vielleicht. Ich muss ja auch nicht auf den Bauern spielen, ich kann ja auch einfach... Ich könnte ja auch einfach, sagen wir mal... Okay, könnte ich das reißen? Okay, jetzt muss er irgendwas machen. Sagen wir mal, ich spiele E4. Ja, ihm gehen die Züge aus, also er muss ja irgendwas spielen. Sagen wir mal, ich spiele jetzt hier den. Ah ne, C7 meine ich. C7, König, D7, Springer, E5, Schach. Und hol mir den G5er. Hat immer noch das gleiche Problem hier. Zu lösen. Selbst hiernach habe ich sogar noch den Bauern gewonnen. Also das ist jetzt ein bisschen vage gespielt, aber ich opfer einfach den C-Bauern rein von der Idee her und tue mir die anderen Bauern dann mit dem Springer ab. Weil mein König blockt sein und er kommt gar nicht durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Boah, wir sind echt schon fast... Wir sind schon bei 2-3. Nice! Wir haben fast die 2-5, aber jetzt wird's so langsam wieder kritisch. Also schwierig, die 2-5 zu knacken. Das ist ja unser Ziel für diese Serie hier. Aber ich denke mal, das werden wir schon irgendwie schaffen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.